Pack zu Reno. Pogacino. Gaming Pals. Willkommen zurück bei Open Game Night. Ich bin der Hector. Und ich bin der Mo. Und wir spielen Until Dawn. Und wir. Schweinskopf. Und wir starten schon wieder richtig durch. Hey. What the hell? Oh, welcome, Birk. Willkommen zurück. Hier ist ein Schweinskopf. Danke. Hier, sie halten so viele U-Boote, wie sie tragen können. Wow. Willkommen zurück. Schweinekopf-Notiz. Northern. Was? Sehen wir gleich. Ah, da unten. Was ist das? Ein Hinweis. Schweinekopf-Notiz, Fundort Berg. Eine Willkommen zurück-Notiz, die an einen Schweinekopf befestigt ist. Der Briefkopf ist der einer Strafanstalt. War da nicht dieser komische Hausmeister, den sie gesucht haben? Mit diesem Wanted-Ding. Ah ja, der Milgram. Der Milgram Victor. Und der Strafanstalt. Der Lister de Beat. Der Lister de Beat. Sehr gut. Verarscht ihr uns nicht? Was ist los? Ist mir das Licht ausgefallen, oder? Also schreit die Alte uns jetzt an, wenn das Licht ausgeht. Vielleicht denkt sie, wir haben es ausgemacht. Ah, wir waren auf dem Weg, diese Tasche zu holen. Genau. Okay. Och, jetzt ist er schon wieder da. Wie schaut's denn hier aus? Wieso ist denn das so kaputt? Bei dem. Es war vorher viel schöner. Der alte Psychiater. Meinst du, ich will uns immer noch küssen? Stimmt. Oh, hat jetzt so Gefühle. Oh ja, er will uns immer noch küssen. Ja. Haben wir die Angst vor der Dunkelheit? Also ich fürchte mich schon hart im Dunkeln. Also haben wir keine Angst. Gut. Wie er sich gefreut hat. Schön. Schau, wie es lüstert, er guckt. Vielleicht ist er der lüsterne Pete. Also, was, wie man. Wenn Leute im Dunkeln Angst haben, dann bin ich richtig. Dann bin ich. Hab ich eigentlich Mitleid, also bin ich richtig wütend. Das macht mich wahnsinnig. Die Drecksäcke, wenn sie mal Angst im Dunkeln haben. Ashley has quite a fear of the dark. Do you feel bad for her? Nein. Es tut mir nicht leid. Null. Was ist los jetzt? Bist du unzufrieden? Haben wir was Falsches gesagt? Ich habe gar nichts gemacht, hey. Gut, nächstes Mal grabst du schon nach der Rechnung, okay? Dann Timer. Oha, oha, jetzt. Oh, ich küsse dich nicht. Hör auf. Let us investigate your feelings toward other people in greater depth. What you value. Kann es sein, dass wir vielleicht gerade der lüsterne Pete sind und das irgendwie alles nach dem ganzen Scheiß ist? Oh, und wir so eine Zwangspsychiatrie müssen oder so? Das kann sein, in dieser Strafanstalt und haben da einmal die Woche sozusagen eine Sitzung. Also ich persönlich schätze mehr Loyalität persönlich. Also der kann mir anlügen, solange er loyal ist. Also würde ich jetzt sagen. Dann schätzen wir die Ehrlichkeit. Genau. So, you would tell the truth, even if it resulted in an unpleasant outcome for a friend. And what about honesty then and charity? Also ihr liebt meinen Nächsten. Jetzt darfst du mal entscheiden, was du wählen würdest. Ich bin ja immer für Nächstenliebe. Ja, ich bin also generell für Liebe. Ja, also schätze mal die Ehrlichkeit. Charity is overrated, I suppose. Better to be true to yourself than to help others in need, eh? Ich glaube, der mag uns nicht mehr so gerne. Nee, wieso? Weil wir nicht geküsst haben? Der schimpft uns fast die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich, weil wir nicht geküsst haben. Wieso ist jetzt alles kaputt hier? Da hat er versucht, betrunken ins Fenster auszutauschen. Ja, Boys, was bisher geschah? Jetzt erfahren wir es mal wieder. Okay. Episode 2 beendet, oder? It was just a prank, Han. Was hat das denn, Pete? Listen up, die haben wir beide umgebracht. Das ist so bitter gewesen. War das gerade so Heat Vision? Das ist der Bruder, ne? Der Josh. Das ist der Josh, genau.
Hello. Ah, Mike und Emily, genau. Die sich so gelebt haben. Der Drecksack, das ist die Jess, oder? Genau. Ah, die Jess ist mein Da haben wir richtig schön den Zickenkrieg entfacht. Mike, fett. Why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah. Okay. Did you hear that? What in God's name are you wearing? Here's our one-way ticket to the spirit realm. Oh, ein Ouija Board. Genau, das Board hätte ich auch suchen müssen. That's how it's gonna be. Jess? Stimmt, und da haben wir einen Stopp bei der Episode gemacht. Was ist passiert? Isolation, Status-Update. Moment, muss reingucken. Wer sind wir jetzt? Wer sind die Ashley schon wieder? Und wir sind richtig mittelmäßig. Das klingt jetzt negativer, als eigentlich gemeint ist. Du bist so mittelmäßig, hey. Naja, gut, Ashley. Kennst du den Film, wie hat er geheißen? Idiocracy oder so? Idiocracy, ja. Ja, wo es dann irgendwie heißt, von wegen, ja, sie sind absoluter Durchschnitt. Bei allem. Ach, ein geiler Film. Ultra. Was macht Ach, Ouija Born. Oh, probieren wir es aus. Oder darf ich jetzt bestimmt mit meinen Fingern irgendwas? Oder muss ich stillhalten wahrscheinlich wieder? Wir sind's Medium. Ernsthaft? Ist da jemand? Also eigentlich würde ich ja rumspäseln. Also sind wir ernsthaft? Ja, ich meine, würdest du rumspäseln? Ich würde natürlich mit dir rumspäseln. Also sind wir ernsthaft. Weil ich glaube, ich würde mich so unwohl fühlen, dass ich mich in Humor retten müsste. Ja. Deswegen lachen wir auch die ganze Zeit bei dem Spiel. Darf ich mich jetzt nicht bewegen? Der, ohne Witz. Das macht doch der Chris. Hey, wenn, jetzt kommt wahrscheinlich Hannah aus dem Scheißdreck. Harry Potter. Wir müssen uns retten. Wer braucht Hilfe? Wie können wir helfen? Ihr würdet wahrscheinlich fragen, wie können wir helfen? Oder wer braucht Hilfe? Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt mit dem Geist sprechen würde, wie würde ich erst... Wenn der sagt Hilfe, dann würde ich sagen, wer bist du eigentlich? Also vortasten. Also tasten wir uns vor. How can we help you? It's moving again. Und wenn wir mal eine Kettensäge haben, dann jage den Typen zusammen. Shit. Oh my God. Warning? I think we really need to find out who's trying to communicate with us. Wer kommuniziert mit uns? Wer bist du, würde ich fragen. Oder was meinst du? Ich würde wahrscheinlich fragen, wer bist du? Wenn mir jemand sagt, wir sollten rausfinden, wer das ist, würde ich fragen, wer du bist. Und dann. Wer bist du eigentlich, dass du mir sowas hier anschaffen kannst? Was ist denn dein Begehr? Also stellen wir mal einiges klar hier. Kriegt sie ihre Tage? Schwester. Who's sister? Oh, come on, is this for real? Shut up. Ask it who's sister. Josh, it's gotta be. Yeah, okay, well, which sister is it then? Ashley, ask who it is. Hannah oder Bates? Bates. Bates. Also, Herrn, nee, keine Ahnung. Das Weil das ist jetzt kein... Also, Augen zu und durch. Okay. Hat nichts funktioniert. Okay, nochmal. Ich bin einfach zwischendurch einfach mal X. Sammeln. Okay. Are we speaking to? Beth? Bates? Bates. Rüttig. Rüttig. Are you fine? Are you sure? Because we can stop. No. Dude, it's cool. I want to hear what it says. Er weiß, dass es seine Schwester ist und sagt, I want to hear what it says. Ich möchte wissen, was es sagt. Seine Schwester S. Okay. Oh, Schwester S. War das jetzt so eine komische Pseudo-Rapperin? Vortasten, was ist denn mit dir passiert? Und es tut uns so leid. Eigentlich würde ich fragen, was ist mit dir passiert? Und nicht gleich entschuldigen. Ich entschuldige mich doch das nicht. Das heißt, entschuldigen wir uns. Ja. Gut. For what happened last year with Hannah, and
If you can hear this, please, please know that we are all so sorry. You and Hannah, we're really sorry, Beth, to both of you. H. Halt die Fresse. N. Oh, it's spelling Hannah. Wait, it's still going. K. I. L. L. Oh my God. Killed. Guys. What's she talking about? Stimmt, wir haben sie fallen lassen. Ja. I don't know. I just ask it something else. Was fragen wir denn? Wer hat Hannah getötet? Also ist wie, also nehmen wir das klarstellen, oder? Wie ist Hannah gestorben? Weil mir ist mir wäre wichtiger wer und nicht wie. Ja. Okay. Die ist ja runtergefallen, also passt. Ja, ja, runtergefallen. Gefallen, Anführungszeichen. L. Ah, McNee, jetzt hat. B. The library. Maybe there's something in the library here. B. R. O. The pro. Proof. There's proof. In the library. Hoppale. Holy shit. Chris. 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 Josh. I don't know what's going on. Auf in die Bibliothek. I don't know if you think messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no! You wanted to use the spirit board! Hey, calm down. It's not Ash's fault. Don't eat this right now, okay? Komm runter, Josh. Damit, Josh. Voll. Aber natürlich, dass der Chris wieder so einen Scheiß mit dem macht, hey. Der ist super unwitzig. Ohne Witz, er ist richtig unwitzig. Das ist ein richtiger Idiot. I wasn't faking anything. I think we should do what it says. We should look in the library. Oh ja, die gehen immer so in Pärchen, ne? Ja, schon. Ja, also die sind nie mal zu dritt oder sowas. Ah, jetzt geht's mit Magic Mike weiter. Triple X Mike! Was ist passiert? Nix. Aber wir sind super romantisch. Gar nicht mal witzig. Überhaupt nicht ehrlich. Aber... Hoppale! Yes. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge Open Game Night wieder mal. Und man... Ja, Maria. Gott sei Dank haben wir das jetzt aufgenommen.